Und da sind wir wieder. Dungeons of Infinity geht in die nächste Runde, liebe Leute. Link und New Game. Wir spielen heute mal wieder mit Metroid. Let's go. Und ich würde heute mal keine Challenge machen, aber ich würde mal ein Bonus-Item mitnehmen. Und zwar, glaube ich, den Inventar-Slot. Denn ich wurde mal darum gebeten, mal die anderen Items noch so ein bisschen auszuprobieren. Das würde ich heute gerne mal machen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. So, let's go. Ja, falls ihr neu hier seid und das erste Mal Dungeon of Infinity seht, dann empfehle ich euch, dass ihr vielleicht erstmal die erste Pilotfolge schaut, die ich damals auf meinem Kanal gemacht habe, beziehungsweise die Playlist müsste auch in der Videobeschreibung drin sein. Da könnt ihr dann zum ersten Video gehen und da, ja, gehe ich das so ein bisschen Stück für Stück alles auch durch und könnt besser mit lernen, sag ich mal. Ich habe auch sehr viel gelernt, seitdem ich das Game zocke. Und heute möchte ich sowieso erstmal wieder ein bisschen reinkommen, habe lange nicht gespielt und würde gerne mal so ein bisschen neue Items ausprobieren. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ich wurde auch halt, wie gesagt, gebeten, das zu tun. Und dachte, ja komm, mach mal doch mal. Egal, guck mal später. So. Wir checken hier schön die Räume ab. Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Theoretisch kommt diese Folge wieder am Samstag. Das heißt, ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Das braucht man in der heutigen Zeit sehr, sehr, sehr oft. Ein schönes Wochenende. Denn die Arbeit ist einfach nur noch in vielen Orten und Ländern und Situationen nicht mehr so schön, wie sie vielleicht einmal war. Man wird ja mehr mittlerweile als Zahl oder so gesehen in vielen Firmen und nicht mehr so als Mensch. Gerade ich merke das immer sehr viel, weil ich arbeite in der Produktion. Okay, ein schönes Stück Käse. Und da ist das alles, ja, not so geil. Naja. Aber deswegen haben wir ja das Wochenende. Wir freuen uns, ne? Ich hatte jetzt auch einen Tag frei noch vorher. Das ist geil. So, und wir cremen uns jetzt nicht. Wir zocken jetzt erstmal schön, würde ich sagen. So, wir haben jetzt noch gar nicht so viel bekommen, ne? Noch überhaupt nichts. Nur hier den Schlüssel. Das ist, wir haben nicht mal einen Rubin bekommen, Leute. Nicht einen Rubin haben wir bekommen bis jetzt. Was ist denn da los? So, jetzt kommt die Schlüsseltür. Ja, ansonsten war hier noch nicht viel los. Wahnsinn. Okay, jetzt kriegen wir eine sprengbare Wand. Wenigstens mal etwas. Aber die lassen ja gar nichts fallen. Was ist denn da los? Heilige Scheiße. So, gucken wir mal. Okay, wenigstens mal ein bisschen Geld. Aber es ist nicht viel. Also, wir haben jetzt einen Käse bekommen. Bomben haben wir noch ein bisschen, aber ansonsten fühle ich mich jetzt nicht krass gewappnet. Und da geht es auch schon in die nächste Etage runter. Eieiei. Naja, dafür haben wir wenigstens doppelten Platz. Wenigstens etwas, ne? Aber ich hätte mir mehr gewünscht. Naja. So, manchmal geht's nicht. Ich meine, im schlimmsten Fall gehen wir nochmal eine neue Runde. So. Sind hier denn noch welche? Ah ja. Ah, die Krüge gönnen ja auch nicht. Das ist, was ist denn hier los? Nee. Gar nichts los hier. Okay. Weiter geht's. Hier ist auch wieder gar nichts. Kommt hier vielleicht auch keine Truhe? Okay, hier könnte ich was vereinen später. Hier lege ich mal provisorisch eine Bombe hin. Ja, dachte ich mir schon, dass das keine ist. Sah irgendwie nicht so aus, ne? So, haben wir hier... Nö. Wir haben leider keinen hier. Jetzt komme ich wieder... Hä? Ach, kacke. Unter dem anderen Krug war noch eine, war ein Schlüssel. I got it. Njong. So. Okay, weiter geht's.
Ja, viele von euch spielen ja mittlerweile auch das Spiel. Finde ich richtig cool. Ich freue mich auch, dass viele von euch über mich zu diesem Spiel gekommen sind. Das ist richtig cool. Ich freue mich immer, wenn ich das lese. In den Kommentaren. Und einer hat es jetzt auch geschrieben, dass er immer noch Aghanim bekämpft und mit dem Ausweichen Probleme hat. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr die ganze Zeit den Rennen-Knopf drückt. Ne? Also ihr könnt hier normal laufen, aber ihr könnt halt auch rennen. Also das ist jetzt Rennen und das ist normal laufen. Und es ist wirklich wichtig bei Aghanim, also meiner Meinung nach, dass ihr immer am Rumrennen seid, sonst funktioniert das mit dem Ausweichen nicht so gut. Was ist das denn? Meine Güte, wir haben aber auch aktuell relativ großes Pech dafür, dass wir eigentlich stark anfangen wollten. Also wir haben, einen guten Start würde ich jetzt anders bezeichnen. Nee. So, jetzt können wir hier uns ein Herz mitnehmen. Aber wir haben noch keine Rüstung. Wir haben noch gar nichts, ne? Kein Schwert, keine Rüstung. Viel Geld haben wir jetzt auch nicht. Bin nicht begeistert. Wenn wir uns jetzt keine Bonustasche mitgenommen hätten, wäre ich tatsächlich traurig. Jawohl. Und jetzt ein Fluch drinne. Ha, was? Oh nö. Ja gut. Die Karte ist halt verborgen und wir müssen zwei Truhen öffnen. Black Samus. Black Samus ist am Start. Wir müssen zwei Truhen öffnen, damit die wieder reinkommt. Ist okay. Hätte auch Schlimmeres sein können, aber trotzdem. Was soll das denn? Sag ich's auch noch. Und jetzt suchen. Ey. Ja, da geht's in die nächste Etage wieder runter. Hä? Wie schlecht einfach. Wie schlecht. Okay, ich trinke erstmal Schluck Kaffee, Leute. Ist wichtig. Der muss sein. Ah. Geil. Ist noch früh am Morgen. Da müssen wir nochmal reintauchen ins Kaffee-Feeling. So. Wieder nichts am Start hier. Ein useless Raum fast, würde ich sagen. So, Fledermaus. Zack, zack, zack. Und okay, kommt hier? Ja. Auch wieder nix. Ja, wir haben auch nicht so viel Glück mit Geheimräumen heute. Bis jetzt ist ein bisschen mangelhaft. Alles. Okay, ich werde erstmal nach... Von da komme ich. Ich gehe erstmal nach unten. Okay. Oder bis jetzt... Okay, aber vielleicht gibt es noch... Auch keine Schatzkiste? Mann, ist das alles traurig. Ich freue mich übrigens hoffentlich bald, dass mal wieder ein neues Update kommt. Hoffentlich mal wieder so eine krasse Version, wo viele Änderungen gemacht wurden. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe wieder Bock, hier richtig rein zu fighten. Dann können wir auch mal drei Folgen pro Woche machen oder so. Weil ihr findet das Game ja immer noch geil. Das ist so toll, dass ihr das immer noch geil findet. So, jetzt, Leute. Oh, und ein Goldfragment, das ist auch nice. Und die Karte ist wieder da. Oh, schön. Sehr, sehr gut, Leute. Okay. Ja, Schlüssel haben wir noch nicht. Wir können... Ich gehe erstmal nach links und nach oben. Was haben wir denn hier? Okay, hier ist auch nur... Zack. Und zack. Jawohl. Okay, ansonsten... Also man könnte jetzt hier versuchen, eine Bombe zu legen, aber... Ja... Könnte. Mache ich nicht. So, hier muss es einen Schlüssel geben. Nee. Okay, da habe ich noch gar nichts von. Von den Gems. Okay, hier unten waren wir noch nicht. Da ist der Schlüssel. So. Und ansonsten ist hier leider auch nichts weiter.
Ja, also ich muss sagen, 150 Rubine ist halt echt nicht viel, ne? Ich freue mich darüber sehr. Das ist halt sehr, sehr geil, wenn wir dann mal so einen Kingstone finden. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Aber dann, ja. Dann ist sehr, sehr geil. Okay. Auch wieder nichts los hier. Oh, Kacke. So, wir smashen mal kurz die Gegner hier alle. Oh Gott, ein Schaden macht der, echt? War das schon immer so? Ich hätte gerne auch einen Shop oder so gehabt, bevor ich zum Boss komme. Dass ich vielleicht nochmal, keine Ahnung, ein Update für die Waffe krieg. Oder eine Rüstung. Wäre ganz nice. Okay, wir haben eine Kiste. Jetzt geht's los mit Money, alles klar. Ich verstehe das nicht, ne? Sonst habe ich immer so übelste Platzprobleme. Und diesmal kriege ich irgendwie gar keine Items. Ich habe ja nicht mal so ein Gemstone oder Kingstone bekommen, gar nichts davon. Also guck mal, mein Inventar ist super übersichtlich noch. So, das war ganz gut. Ich hoffe, der Typ mit dem Brief kommt noch. Der Opa. So, ansonsten sind wir hier, glaube ich, fertig. Aha. Aua. Zack, zack. Okay, haben wir erstmal den weg. Sehr gut. Mama, mama, mama. Und 10 Rubine. Hey. Jetzt könnte langsam mal ein Shop kommen, Leute. Zack, zack. Ja, natürlich. So, oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich nehme alles mit. Die Hexe ins... Ja. Was ist das denn? Keine Ahnung, soll ich die Kiste mitnehmen? 40 Rubine ist ganz schön teuer, finde ich. Ah, gut, dass ich nichts gemacht habe. Okay, wir könnten jetzt voll auf Rüstung gehen. Mach ich, glaube ich, auch. Aber das ist auch geil. Aber ich habe halt noch gar nichts. Gefühlt. Und 150 ist, glaube ich, auch sehr teuer, oder? Also so ist, glaube ich, besser. Okay, wir haben richtig geile Rüstung bekommen. Das ist Breath of the Wild Zelda, oder? Ich bin mir nicht sicher. Na, die Kiste, ja, wäre eine Überlegung wert, aber auch ganz schön teuer, finde ich. Ja, nee, lieber nicht. Okay, wir sind ein bisschen stabiler geworden. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wir können auch nach rechts gehen. Aber auch hier ist uns das Glück nicht hold. So. Oh, Kacke. Gerade kurz vergessen, dass er zwei Schläge braucht. So, da oben waren wir schon. Hier runter geht's noch. Ja, da nützt mir auch nichts. Hä, wo ist denn der Opa mit dem Brief? Wo ist denn der? Kommt der nur zufällig? Oder ist der eigentlich immer da? Weiß das jemand von euch zufällig? Ob es den immer gibt? Oh, sehr schön. Und, ja, okay. Bam. 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 Jawohl. Sehr schön. Ah, ich weiß nicht, wenn ich die 150 Rubine noch bekomme. Habe ich mir nicht das Inventory Upgrade geholt oder habe ich das vergessen? Ich habe das vergessen zu nehmen, ne? Das Inventory Upgrade. Ups. Ha! Geil. Voll vergessen. Okay, warte. Ich use jetzt mal das Ding. Oh. Geil. Was ist denn das? Was ist denn das? Warte mal, ich leg mal Drop.
Ah. Ja, das lohnt sich doch gerade. Warte mal. Da gehe ich mal ganz kurz hin. Quip. Und gehe mal ganz kurz in den Shop rein. Da kostet nämlich die Kiste jetzt 0. Okay, quasi 40 Rubine gerade gefunden. Mehr oder weniger. Ah, sehr schön. Das ist ein guter Gem. Jetzt bin ich doch am Überlegen, ob ich mir vielleicht dann doch die Tasche noch kaufe. Ja, eben noch gemeckert, ne? Dass ich so viel Platz habe und dann ist er weg. Okay, Leute. Wir gehen einmal hier lang, wir gehen einmal hier lang. Und ich check hier nochmal ganz kurz. Die Räume sind okay. So, hier, ja, liegt jetzt unser Getränk. Meint ihr, wir kriegen noch 17 Rubine irgendwo? Das würde mich sehr freuen. Ja, Mana brauche ich nicht. Und hier kriege ich auch wieder gar nichts. Ah, das ist immer traurig. Traurig, traurig. So, hier, okay, hier sind noch ganz viele Räume. Nein! Oh Gott. Was war das denn? Zack. So, so, so. Okay, wir haben ganz viele Räume. Wir fangen einfach mal oben an. Oh. Oh. Okay, den Brief kann ich gerade nicht mitnehmen. Ich komme gleich wieder. Ich brauche noch 6 Rubine. Komm schon, die kriege ich doch irgendwo. Ah, was ist das denn? Okay, da ist der Schlüssel. Manno. Das war wohl nur traurig, oder? 6 Rubine, dann könnten wir uns, ja, das große Ding leisten. Die Tasche. Sieht auch nicht aus wie 6 Rubine. Ah, das ist doch einfach nur Trauerspiel hier. Mann, aber ich brauche den Brief. Ja, Herzen ist schön. Oh, Level 2 Schwert, ey. Okay, ist jetzt doch noch ganz gut geworden, ne? Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir noch auf diese Ebene kommen. Also was heißt auf diese Ebene? Auf diesen Stand kommen. Auf Ebene 3. Na, da ist der Boss. Ach, Kacke. Das ist doch blöd, oder? 6 Rubine fehlen mir. Genauso wie der Brief. Ja, den Brief muss ich holen. Sind wir mal ehrlich, den Brief muss ich holen. Und ich glaube, ich tue dafür den Käse weg. Ja, ich tue dafür den Käse weg. Na, komm. Drop. So. Ich bin einfach mal guter Dinge, dass ich mit 2 Rüstungen und 2 Schwert den Boss besiegen kann. Ich hoffe es. Also es hat sich jetzt ja doch ganz gut geändert alles. Ja, ich weiß nicht. Sag mal, bin ich blöd? Ich hab das nicht ausgewählt, ne? Ich habe die extra Tasche nicht ausgewählt. Ich wollte eigentlich ein Bonus-Item für uns auswählen. Habe ich vergessen. Toll. Ja, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, ein bisschen einen kleinen Bonus haben, damit ich die neuen Items mal ausprobieren kann. Aber ist irgendwie komplett untergegangen. Okay, Boss Nummer 1 ist down. Ach, Kacke. Ja, ich mach ruhig, ne? Wir haben ja Zeit. Ne, ne, ne. Sagte er und verkackte. Dum 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 dum.
So, okay. Wir sind wieder voll. Oh, und ich trinke einen Schluck Kaffee. Okay. Was ist unsere Mission jetzt? Größeres Inventory Bag wäre geil, ne? Weiß ich halt nicht, ob wir das bekommen. Eieiei, was haben wir denn hier? Wir haben noch nicht einen Geheimgang gefunden, ne? Also so durch Wände ablaufen oder so, das hatten wir jetzt noch gar nicht. So, wir haben zwei Wege. Ich gehe mal nach oben. So, hier kommen wieder meine Lieblingsgegner. Diese komischen Skelette. Gar keinen Bock drauf. So, jetzt haben wir genug Geld. Kann ich nochmal kurz zurückgehen, bitte? Da drüben sind Schatzkisten. Kann ich da schon hin? Nee. Da brauche ich erst das Blaue runtermachen. Okay. Dann gibt es Schatzkisten. Okay, Blau habe ich. Cool, da kann ich was kombinieren. Da muss ich nur eben mal hinkommen. Oh. Fabelhaft. Den kann ich durchwühlen. Ja. Scheiße. Auch nichts los hier. Hä? Sehr schön. Okay. Jetzt bin ich auf Stachel gelatscht. Oh no. Boah, die halten aus, ne? Wahnsinn. So. Da ist der Schalter. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite, ne? Yep. Okay. Rein da. Wir müssen zwei Schatzkisten bekommen. Mit hoffentlich ein bisschen coolen Stuff. Ja, gefällt mir. Und? Oh. Ja, nice. Gerne einen Shop. Gerne jetzt einen Shop. So, das ist unten. Jetzt kriegen wir auch Schatzkisten. Ich glaube, da müsste die Schlüssel drin sein. Ja. Easy. Ja, cool. Wir sind wieder im Run, würde ich sagen. Run, die Schlüsseltür. Hatten wir die nicht schon irgendwo? Wo war denn die Schlüsseltür? Hier ist sie. Okay. Schon wieder Zelda. Kommst du mit oder was? Geil. Angriff plus. Und, ich glaube, ich würde sparen, oder? Ja, könnte halt was Gutes drin sein, ne? Komm. Scheiße. Ah, nur eine Birne. Ja, aber schlecht. Aber man weiß es ja vorher nicht. So, okay. Aber vielleicht rettet uns die Birne ja noch den Arsch. Man weiß es nicht. So, okay. Weiter geht es. Okay. Nee. Sonst hier ist keiner. Ha, hier könnte es nach rechts gehen, aber vielleicht, naja, mal gucken. Oh, sehr schön. Jawohl. So, da haben wir noch einen. Dann halt nicht. Oh, Schlüssel. Oh, Schatzkiste. Wo ist er? Kacke. Ey, wir haben auch Pech. Ach, scheiße. Okay, unser Leben geht jetzt runter auf 2 Herzen. Langsam. Und ich muss 20 Gegner töten. Vielleicht auch ganz gut, dass ich die Birne mitgenommen habe.
So, 19, 18. Die Tür nicht mehr zugegangen. Scheiße. So, der ist tot. Ja, unser Mana ist voll, ne? Ich wäre dafür, dass wir langsam mal irgendein Item bekommen, womit wir unseren Mana verbrauchen können. Das wäre ganz geil. Alter, was? Meine Zielfähigkeit ist heute nicht so gut. Okay. Wieder ein bisschen neues Geld, sehr schön. So. Ha, Leute, Wahnsinn. Bin gespannt, ob wir mein Ziel erreichen und uns irgendwie mal ein neues Item kaufen können. So zum Ausprobieren. Na, also ist heute auch weniger mein Ziel, vielleicht den Run heute mal nicht zu schaffen und vielleicht einfach mal die Items neu auszuprobieren. Das ist jetzt eigentlich eher mein Ziel. So, wir gehen erstmal nach oben. Scheiße. Ja. Das ist immer eine gefährliche Kombi hier zwischen den beiden. Zwischen Feuer und den Zombie-Skeletten, die ihre Knochen werfen. Ich hasse die. Die sind sehr, sehr gefährlich. Okay. Ja. Ja, da greife ich zu. Da greife ich zu. Auch wenn das wieder teuer war, fand ich. Aber das müssen wir mitnehmen auf jeden Fall. Okay, nächste Etage. Ja. Let's go. Ja, bin zufrieden damit. War doch gar kein Geheimgang, ne? Also, dass ich hier mal durch die Wand einfach laufen kann. Hat man bisher selten. Dass da so wenig von war. Okay. So. Ah, kacke. Okay, geht's noch weiter nach links? Ach Mann. Aha, okay, jetzt muss ich die Birne nehmen auf jeden Fall. Eieiei. War auch meine eigene Schuld. Okay, der Curse ist completed. Sehr schön. Okay, dann Schlüsseltime. Ja, jetzt ein paar Heil-Items wieder, ne? Eigentlich hätte man ein paar gehabt. Hätte ich von Anfang an die größere Tasche mitgenommen. Ich Trottel. Okay, Schlüssel haben wir jetzt bekommen gehabt. Aha. So. Ansonsten ist hier nicht viel am Start. Weiter geht's. Ein Switch. Für was? Für was war der Switch? Haben wir schon irgendeinen Raum gesehen, wo wir den brauchen? Fällt mir gerade gar nicht ein. Okay. Weiter geht's. Wahrscheinlich da, wo der Schlüssel gebraucht wird. Aber wo wird denn der Schlüssel gebraucht? Oben? Ah, hier, okay. I see. So, zack. Wahnsinn. Mann, manchmal mache ich auch echt scheiße. Okay, viele neue Räume. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Mann. Wieder ein neuer Schild. Ja, den müssen wir mitnehmen. Ganz klar müssen wir den mitnehmen. So, da ist der Schlüssel.
Und jetzt geht's nach unten. Schild ist immer sehr, sehr cool. Oh, und da sind wir neue Rubine. Hey, schön. Wahnsinn. Ja. Damit können wir zufrieden sein, würde ich sagen. So, ein paar mehr Heil-Items, ne? Das könnte ich mir gerade vorstellen, noch zu bekommen. So, zack, zack. Zack. Noch nö. So. Hause weg, die Schlümpfe. Alter, was? Naja, das brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich das nicht so. Ich brauche Leben, Leute. Leben. Mann. Mein Lieblingsraum. Okay, Feuerorb rüste ich direkt mal aus. Use. Naja. Ist jetzt vielleicht nicht der beste Raum gewesen dafür. Aber naja. Okay, weiter geht's. Ich brauche Healing. Mein Gut, wir sind auch gleich in der Stadt, aber... Oh. Guter Raum dafür. Aber der hat nicht einmal... Nicht einer hat irgendwas droppen lassen, ne? Wahnsinn. Hier vielleicht Heilung drinne. Geld. Geld kommt immer, wenn man es nicht braucht. Okay, ich trinke mal schon Kaffee. Und dann geht die Konzentration weiter. Nee. Brauche ich gerade nicht. Oh, was? Das kriegt mir auch einfach insane einfach ins Gesicht, ne? Wahnsinn. Okay, hier... Keine Ahnung, sieht für mich eigentlich nicht so aus. Ne? War doof. Okay, dann dieser Weg. Mhm, Schlüsselhammer. Schlüssel? Wo war denn hier eine Schlüsseltür? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, da war sie. So. Ja. Kein Herzchen für mich. Naja. Gibt's doch nicht, oder? Ist doch einfach nur Charme hier. Oh. Hä, schon wieder die Tasche. Alter, was? Link ist am Start. Link, die Tasche habe ich schon. 200 Rubine. Nee. Sorry, Link. Okay, wir sind im Dorf angekommen. Geil. Leute! Nice. Ich freue mich. Hätte auch schon besser sein können. Na, wenn wir die Inventory-Tasche jetzt schon gehabt hätten. Aber ich war leider zu blöd zum Ausrüsten. Ah, nervig. Na gut. Kann man nichts machen. Wir nehmen das, was wir nehmen können. Und ich hoffe jetzt, dass wir vielleicht irgendwie einen Rubinsegen erhalten. Wo wir vielleicht... gar nichts hier drin in den Krüken, ne? Wahnsinn. Wo wir vielleicht so viel Geld bekommen können, dass wir alle Ausrüstungsgegenstände mitnehmen können. Plus vielleicht ein neues Item, was wir mal ausprobieren. Enterhaken, Boomerang, irgendwie sowas. Mal gucken. Okay. Als erstes checke ich mal kurz die Läden aus, bevor wir irgendwas machen. Und zwar den hier. Ja, wir haben ja schon mal nicht das Amulett, was ich gerne hätte. Das Revival.
das ist mehr Leben. Das ist hier Kompass. Da wissen wir, wo wir hingehen müssen. Der Rubinring, der ist echt teuer. Das ist blöd. Der bietet hier auch den Umhang an. Aber, ja, gefällt mir alles nicht so tatsächlich. Okay, was haben wir denn hier? Jo, da haben wir halt wie immer. Aber wir haben... Wo werden die Items angeboten hier? Enterhaken und sowas. Ist das hier? Ja, Leute, wir haben gar keinen Enterhaken. Shit, das ist ja doof. Wir haben in diesem Run keinen Enterhaken. Ich könnte mir den jetzt gar nicht kaufen, wenn ich das wollte. Wir könnten theoretisch mal versuchen, darauf zu gehen, dass wir durchrushen. Mit den zwei Items. Quasi alle Schlüssel sind, alle Türen einfach öffnen jederzeit und hier jederzeit die Schalter runter machen. Aber ja, ich bin halt kein Speedrunner, ne? Und ich habe immer Probleme mit den Bossen. Wenn die Bosse nicht wären, könnte man das easy machen, hier die zwei, und dann einfach durchrennen, denke ich. Und dann noch das Cape vielleicht kaufen, dann wärst du invisible. Aber so ist schwierig. Na gut. Erstmal, der Preis ist sehr teuer hier, irgendwie. Ich würde sagen, wir... Wir kaufen erstmal einen. Was heißt, wir kaufen erstmal einen? Wir machen erstmal die Tauschquest und holen uns ein paar Items und so, würde ich sagen. Gucken mal kurz hier rein. Was haben wir hier? Okay, zwei Schatzkisten. Ah, okay. Ah, und Mana. Halt auch eher so Dinge, die ich jetzt nicht brauche. Okay. Gut, wir machen mal kurz Money, Tauschquest und so weiter. Nee, das Gepiepse geht mir auf den Sack. Da muss ich gleich mal was gegen tun. Okay, als erstes. Hier wohnt sie, ne? Nee, shit, war gar nicht hier. Naja, jetzt das Gepiepse weg. Ist auch nicht schlecht. Okay, hier wohnt sie. Die nette Dame. Die kriegt jetzt von uns erstmal einen Brief von ihrem Mann. Das ist immer wichtig, den mitzunehmen, weil gibt halt ordentlich Kohle, 175 Rubine haben oder nicht haben. Dass man hier halt ordentlich einkaufen gehen kann. So, tschüss. Hab ich gern gemacht. Was ist eigentlich mit ihr passiert? Ist sie tot? Die Arme. Dim, dim. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Wir haben leider nicht mehr so viel Platz in den Taschen. Wäre besser, wenn wir... egal, komm. Sehr schön. Nochmal 20 Rubine. Jetzt wäre halt geil gewesen, wenn wir... wenn wir Dingens gehabt hätten, den Ring. Mit den extra Rubinen, ne? Mit 20% extra. So, der Spiegel. Das wäre halt nice gewesen. Ich überlege, ob ich mir irgendwas kaufe, womit ich Magie verbrauche. Weil wir haben aktuell sehr viel Magie und werden es auch nicht so richtig los. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Ring das Richtige ist. Der Rupi-Ring. Weiß ich nicht. So, 569. Wir kriegen auf jeden Fall ordentlich Kohle ran. So ist es nicht. Herzchen nehmen wir mit. So, hier waren wir auch noch nicht drin. Hä, haben die das Haus geändert? Ah ne, hier war ich noch nicht drin. Ups. Schon wieder so lange her. Ich weiß schon wieder nicht, wie das Haus aussieht. Ah, guck mal. Ja, Leute, ich hätte es euch gerne mal gezeigt, wie der Enterhaken funktioniert, aber wir können ja... Ja, machen wir in der nächsten Runde einfach nochmal. So. Die haben wir jetzt alle. Jetzt kommt der Pilz. Zack, boom, bang. Naja. Ich meine, wir könnten halt auch mal versuchen, einfach durchzurennen und versuchen, nur die Bosse zu klatschen. So ein bisschen Speedrun-mäßig. Aber es ist halt... Ich weiß nicht. Ich bin halt nicht gut gegen die Bosse. Das ist eher mein Problem, was ich damit
habe, dann denke ich. Damit werde ich Probleme haben. Also wenn du die Bosse richtig geil meistern kannst, ne, so easy und richtig gut gegen die bist, dann ist das wahrscheinlich jetzt ein guter Run dafür. Aber ansonsten schwierig. So. Ja, wir haben ein bisschen Pech. Ein bisschen Pech haben wir. Mein Plan war eigentlich, dass wir es ungefähr so hatten wie jetzt. Vielleicht noch die 20% Rubine mitnehmen. Dann richtig schön das Geld farmen. Alles, was geht, kaufen können und vielleicht ein neues Item noch dazu. Ne, also Enterhaken, Boomerang, irgendwie sowas. Aber, ja, hat uns eine Strich durch die Rechnung gemacht, also... Müssen wir das vielleicht beim nächsten Mal machen. Aber guck mal, wir haben jetzt 1030 Rubine. Schon nicht schlecht. Die Frage ist, was kaufen wir jetzt damit? Ja, komm. Ich will einfach mal was Neues probieren, okay? Also so teuer, ne? Das ist der Wahnsinn. Also jetzt wäre eigentlich der perfekte Run, einfach weiter so durchzurushen und zu kämpfen. Aber ich werde halt gegen den Boss sterben, ne? Gegen den nächsten. Wenn ich mir das jetzt kaufe. Also mein Plan wäre jetzt, wenn ich jetzt als Speedrunner das machen würde, erstmal würde ich gar nicht so viel labern, sondern würde handeln, ne? Aber ich würde jetzt das kaufen, damit ich sehen kann, wo sind die Türen und wo ist der Ausgang. Da kann ich hier sehr schnell wie so ein Flummi durch den Dungeon rennen. Würde mir das Ding noch kaufen, falls irgendwelche Räume sind, ja, wo ich Unsichtbarkeit brauche. Und dann würde ich mir den Boss-Key und die Mondperle kaufen und dann gehen alle Schalter für mich und alle Türen auf. Ne, dann kann ich einfach durchrennen, dann bin ich da wahrscheinlich in 2 Minuten durch. Das wäre eigentlich der Plan. Aber... Dann kommt halt der Boss. 2 Stück, die ich besiegen müsste. Und ich bin nicht gut gegen die. Wollen wir es trotzdem versuchen? Wir machen einfach mal. Wir machen das einfach mal. Why not? Wir tryen mal rein. Ich droppe erstmal das da. Aha, das klappt immer super. Na komm. Was soll der Geiz? Wir probieren es mal. Macht mich zwar auch gerade ein bisschen traurig, dass ich diese gute Runde, sag ich mal, so ein bisschen, ne, ein bisschen verkacke, weil ich wahrscheinlich nicht bis zum Boss kommen werde. So, jetzt haben wir noch, okay, erstmal brauchen wir Platz. Ja, wahrscheinlich der hier, ne? Oder Mana. Nee, der hier. Ja. So. Genau. Also seht das jetzt nicht als Speedrun an. Um Himmels Willen, seht das nicht als Speedrun an, ja. Aber... Ich glaube, hier in dem Fall wäre auch Damage eigentlich besser, ne? Eigentlich wäre das jetzt die richtige Entscheidung, aber ich habe halt kein Geld. Also ich kann mir eigentlich nur die Rüstung jetzt kaufen. Wovon ich aber noch gar nichts hab. Scheiße. Okay, warte, aber ich brauche noch ein bisschen Geld. Ich hole mir, glaube ich, den Schild als nächstes noch. Was hat man jetzt hier noch drin? Ja. Okay. Gut, wir gucken erstmal, was es noch so in den Schatzkisten gibt. Ich hatte jetzt noch nicht alle aufgemacht, ne? Ich glaube, hier die fehlt noch. Ah, ich müsste auch den Stein von Schralala noch mitnehmen. Wird auch schwierig. Oh, ja, das ist sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, den Stein für Schralala. Aber was lege ich dafür weg? Na, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass wir so ein Inventarproblem noch bekommen. So, bisschen Geld vielleicht noch, Leute? Nein? Gar nichts? Wie traurig. Okay, Geld.
Oh, ein Diamond. Was können wir denn... Warte mal, ich habe ja hier... war das hier? Ja. Ein Diamond und ein Ruby. Okay, cool. Damit können wir uns noch ein paar Handschuhe holen. Das nehme ich mal eben mit. Ja gut, ich glaube, ein Speedrunner würde sich jetzt nicht damit aufhalten. Ich glaube nicht. Aber wir tryen mal, ne? Ich will das nur mal versuchen. Das ist für mich jetzt quasi so ein Testdurchlauf. Und ich nehme euch mal mit auf der Reise. So, dann mache ich nämlich so und so. Und da sparen wir ein bisschen Platz. So. Und jetzt müsste ich, glaube ich, Handschuhe bekommen. Nice. Guck mal. Nochmal ein Angriff mehr. Ja. Jetzt bräuchte ich noch 5 Rubine. Irgendwie. Das wäre ganz geil. Ja. Ja. Bekomme ich nicht. Scheiße. Vielleicht noch ein goldenes Ei. Wie wär's denn, hä? Ja. Gönnt nicht. Ed gönnt einfach nicht. Das ist der Wahnsinn. Oh! Ja! Info. Hä? Wie geil. Rein damit. Boah, was? Hä, wo kommt denn jetzt das Geld her? Alter. Da können wir uns ja doch noch ein Inventar-Item kaufen. Was zur Hölle? Lol. Also ganz ehrlich, das ist ja jetzt der Wahnsinn, wie viel Kohle wir jetzt erhalten haben. Okay, das ist jetzt lucky. Das ist jetzt wirklich lucky. Die Frage ist, was investieren wir jetzt? Schwert? Schild? Wir könnten jetzt... Vor allem jetzt sind jetzt diese Handschuhe immer noch da, ne? Das ist irgendwie dumm. Das und das. Wir haben aber 265. Ja, die Rüstung könnte man noch mitnehmen, aber... Ich glaube, ich würde mir den hier noch mitnehmen. Und das droppe ich. So, jetzt haben wir noch 196. Und ich glaube, den Rest würde ich auf Schaden gehen, oder? So. 66 Rubine. Ah, wäre halt geil, wenn wir jetzt noch 24 Rubine kriegen würden, dann könnte ich mir noch die Rüstung nehmen. Aber, ne, haben wir aktuell nicht das Glück. Okay. Speedrun ist vorbereitet, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt alles soweit. Ich hole mir jetzt noch schnell den Stein von Schralala. Und dann geht's los. Vielleicht noch einen Trank? Vielleicht noch einen Trank, ja. Ja, jetzt seht ihr auch da bei unserer Schlüsselanzeige ist jetzt ein Unendlichkeitszeichen. Interessant, was wir hier gerade machen. Interessant. Ich bin gespannt, was daraus wird. Wir haben auf jeden Fall 5 Schaden. Ich hoffe, damit komme ich vielleicht durch alle Bosse durch. Meine Rüstung ist ein bisschen schwach. Ansonsten bin ich guter Dinge, dass es vielleicht was werden könnte. Wir haben halt sehr wenig Heilung, also eigentlich gar nichts. Ich glaube, da würde ich nochmal kurz gucken. Ja, wie gesagt, ich lasse mir gerade viel Zeit. Was das angeht. Ah, da kostet 80 Rubine. Mann. Mit Fluch könnte ich cursen. Ist auch dumm. Kann ich mir noch irgendwas leisten? Eine Fee. Nimm mal die noch mit. So. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich cutte mal kurz, denn ich will mir noch einen Kaffee holen. Und dann legen wir los. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit dieser Speedrun-Methode. Bis gleich. Gut, da sind wir wieder mit frischem Kaffee am Start. Ah, so. Nur... Der Controller funktioniert nicht mehr. Was? So, jetzt. Okay, Leute, es geht weiter. Schauen wir mal, was wir so bewirken können, ne? Mit unserem Speedrun-Modus. Ich bin gespannt.
So. Wir sehen jetzt genau, wo wir hin müssen. Wir können auf die Karte gucken. Wir haben hier eine Fee, wir haben viele Shops. Ich meine, die Shops, die bringen uns jetzt aktuell eh nichts. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen direkt los und versuchen, die Schlüsseltür zu finden und zu öffnen. Wir müssen einfach hier lang. So, das geht jetzt einfach runter, wegen der Mondperle. Der backt. Der backt einfach fest. So. Ich renne hier mal kurz durch. Und wir gehen rein in den Teleporter. Wir kriegen eine Chest. Okay. Okay, wir müssen einmal komplett dem Pfad jetzt hier folgen. Aber hätten wir das wirklich gewusst? Hätten wir vielleicht alternativ auch woanders lang gehen können? Vielleicht. Oh Gott. So, Powerstern, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist der goldene, Leute, geil. So. Ja, ich denke mal, es wird jetzt relativ schnell gehen, das Ganze. Also entweder rennen wir wirklich durch bis zu Arganim, oder es wird der Fall sein, nice. Und nochmal Kohle. Oder es wird halt der Fall sein, dass wir, verkacken. Ich denke mal, die zwei Methoden werden jetzt möglich sein. So. Noch eine Schatzkiste. Ah, noch ein bisschen Heilung. Schön. So. Schatzkiste. Ey, wir haben richtig Lack, wollte ich sagen. Aber okay, wir kriegen nur Pfeile. Schade. Okay. 20 Rubine. Rein da. So, es geht weiter. Oh Gott. So, hier einfach mal durchrennen. Was sagt die Karte? Wir kriegen jetzt einen Shop, okay. Ja, die Rüstung nehme ich mit. Auf jeden Fall. Ba, 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 ba. Okay, und direkt weiter. Gar nicht lange aufhalten lassen. Ich glaube, 5 Rubine hätte ich mitnehmen können sollen. Okay, ich glaube, ich muss hier alle Gegner zerlegen, ne? Okay, das ist schlecht. Oh, okay, noch ein Zitrin. Das sind auch viele Gegner. Eieieiei. Ja, es ist halt die Sache, so kommt man zwar schnell durchs Game, aber man bekommt halt... Ja, man lässt halt viele Items liegen, viel Geld liegen, ne? Obwohl wir halt aktuell echt gut ausgestattet sind. Und ich glaube, das ist halt, ja, in einem Sinne irgendwie doof. Das ist halt wirklich nur für Speedrunner, denke ich. Ansonsten ist es immer die bessere Methode, einfach alle Räume abzuchecken und alles mitzunehmen, was geht. Ist halt einfach so. So. Na komm her. Okay, wir werden... Ich weiß gar nicht, kommen wir da noch hin? I don't know. Ja doch, jetzt direkt. So, Bomben nehmen wir mit. Und weiter geht's. Wir sind echt gut ausgestattet dafür, dass wir gerade so die Mondperlen und das ganze Zeug gekauft haben. Ne? Wir hätten auch wesentlich stärker schon sein können. Ist schon relativ krass, ehrlich gesagt. So, da geht's zum nächsten Teleporter. Den Shop haben wir halt ausgelassen. Das ist ein bisschen doof. Okay, ich krieg immer noch Schaden von denen. Egal. Rein da. So. Okay, und weiter geht's. Ja, aber normalerweise die Methode müsste eigentlich gut funktionieren. Okay, das nehme ich mal mit. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon beim Boss, ne? Ja. Okay, let's go.
Also ihr merkt, wir sind richtig schnell durchgekommen, ne? Das war schon wieder dumm von mir. Bam, bam. Okay, warte. Wir hauen uns das Bier rein. Okay, Nummer 1 ist down. Nummer 2 ist down. Nummer 3 ist down. Hey, nice. Das lief relativ gut. Hab mich nur ein bisschen oft treffen lassen. Also, ich denke, als Speedrunner musst du halt genau wissen, was du hier machst. Das ist super wichtig. Wenn du hier genau weißt, wie du stehen musst und ein bisschen Glück hast und die weghaust, da brauchst du eigentlich auch nur gut Schaden, würde ich sagen. Dann kannst du hier wirklich einfach durchrennen. Ist logisch. So, jetzt können wir sowieso auch erstmal durchrennen bis Etage 10. Sollten halt nochmal gucken, dass wir, Geld habe ich jetzt nicht so viel. Ich könnte... Okay, es gibt sehr viele Shop-Items. Sehr viele Shops. Nicht sehr viele Shop-Items. Okay, warte. Ich mache erstmal den. Oh, geh die mal kurz ein. Bombe, sehr schön. Die Gegner nehme ich auf jeden Fall mit. Die machen keinen Schaden und sind One-Hit quasi. Ein bisschen was muss man ja auch mal mitnehmen, ne? Okay, die sind nervig. Aber wir machen echt guten Schaden, ne? Dafür, dass wir auf dieser Etage sind. Und quasi den Speedrun-Mode aktiviert haben. Okay, nö. Das brauchen wir nicht. Karte. So, wir müssen jetzt theoretisch nach da unten. Ja. Und dann gehen wir... Keine Ahnung. Schatzkiste? 60 Rubine. Okay. Man bekommt ja doch immer mal was ab und zu, ne? So, okay. Da könnte ich jetzt theoretisch noch nicht rein, mache ich aber, weil ich cool bin. Und kann jetzt hier direkt den Schalter umlegen. So. Und dann renne ich einfach weiter. Jetzt muss ich theoretisch den Raum finden. Ja, wo soll der sein? Ja, warte mal, hier geht's noch links. Ja. Hier geht's noch links. Okay, money, money. Und hier ist ein Schalter, oder? Jo, okay, zwei Türen. Ich würde aber sagen, wir gehen nach unten. Ja. Okay, nee, doch nicht. Oben ist richtig. Jetzt krieg ich gerade ein bisschen aufs Maul. Ja, einen Schlüssel brauche ich nicht. Ja, den Raum hätte ich mir sparen können. Naja, egal. So. Ja, ich hätte das alles nicht mitnehmen müssen. War dumm von mir. Use. Du, rein da. Okay, warte. Ja, links und dann rechts. Scheiße, ich muss, glaube ich, alle Gegner töten. Ah.
Ja, ich glaube, man muss da noch ein bisschen geübter sein. Man muss halt genau wissen, wann man wie wo laufen muss. Dann ist das alles ein bisschen flockiger. So muss das, glaube ich, dann auch passieren. Was habe ich denn aktuell alles hier drin? Zwei von den Grünen, okay. Na, wir gehen jetzt direkt nach rechts. In den Teleporter rein. Und kriegen aufs Maul. Was zur Hölle? So. Bisschen Leben mitnehmen und weiter geht der Spaß. Okay, wir müssen einfach straight durchlatschen, ne? Ja. So. Es könnte sein, dass ich alle Gegner töten muss. Boah, das ist schon echt kacke. Muss man sagen. So. Also Speedrun war sowieso noch nie meins. Aber ich wollte es mal ausprobieren, damit ihr wenigstens noch ein bisschen was Neues heute habt. Beim nächsten Mal probieren wir dann mal neue Items aus. In der Hoffnung, dass wir euch hier finden. Ja, aber jetzt bin ich halt schon wieder hier los, ne? Okay, Schatzkiste ist cool. Ring of Bombs, okay, cool. Kann man vielleicht brauchen später. So, euch ignoriere ich mal, Leute. Rüstung, ja, nehmen wir mit. Und weiter geht's. So, hi Geisti. 10 Rubine. Sehr schön. Ja, der Nachteil ist halt wirklich, man verpasst sehr viel, denke ich, wenn man so spielt. Das ist wirklich der größte Nachteil an dieser Sache. Aber egal. Dafür haben wir es jetzt auch schon geschafft gleich. Wir sind wieder durch den nächsten Dungeon durch. Ich könnte mir hier noch ein Upgrade fürs Schild holen. Ich glaube aber... Oh. Ich glaube, das Schwert ist besser, ne? Oder? Ich weiß nicht. Ich denke ja. Ich denke, das Schwert ist besser. So. Schalter und weiter geht's. Ah! Herzcontainer hätte ich gerne mitgenommen. Na egal. Ist hier noch was? Nee, ne? Okay, nächste Etage, Leute. Wir kommen noch gut voran, denke ich. So. Oh. Hä, ist da oben direkt der Ausgang? Ja, ne? Oder sehe ich das gerade falsch? Nee, ich glaube, da oben ist direkt der Ausgang. Zack, und da können wir direkt durch. Oh, Spiegelei. nee, wir können... Das ist der Ausgang, oder? Sehe ich das gerade falsch? Ich glaube... Zack. Ah. Okay, nee. Wir müssen über einen Teleporter dahin kommen. Alles klar, verstehe. Schade. Na dann, weiter geht's. Straight up zur nächsten Tür. Nach unten und dann nach rechts. Also wir machen echt krassen Schaden dafür, dass wir dieses Equipment haben. Thank you.
Ja, ich bräuchte eigentlich mal wieder so ein bisschen Heal-Items und so. Und brauche auch nur 3 Schläge, die Typen. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. I don't know. So. Ja, hier bräuchte ich jetzt wieder... Aber ein Schlag, Leute. Ein Schlag. Ein Schlag und wir sind down. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Es ist schade, dass man den Effekt nicht mit in den nächsten Raum nehmen kann, oder? Das wäre doch was. Geil, jetzt kriegen wir noch eine Lampe. So, hier räume ich mal eben ein bisschen was weg. So, wie sieht's aus? Wir müssen, glaube ich, zu dem Teleporter. Ja, man verpasst halt super viel. Das ist wirklich das einzige Manko, was ich da habe. Okay, cool. Kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Ich könnte mir vorstellen... ich weiß nicht. Der für den Schatzraum, das Ding, könnte vielleicht auch ganz nützlich sein. Könnte. Ah, schade. Da fehlt ein bisschen Geld. Kriege ich das vielleicht hier noch von... ein paar Wichten von euch? Nö. Mann, 10 Rubine. Also 11. 11 Rubine. Guck mal. Ja, Mann. Geilo. So, und weiter geht's. Aua. Und Rainer. Ja. Jetzt Teleporter. Noch eine Schatzkiste. Vielleicht noch ein bisschen Geld. Oh, oder ein Herzcontainer. Noch besser. Und rein. So, da sind wir eigentlich auch schon fertig. Mit diesem Dungeon. Und dann gehen wir jetzt zu den Zwergen. Cool, da kriegen wir sogar noch ein Upgrade. Hä? Voll cool. Richtig nice, Leute. Boah. Okay. Ja, egal. Tschüss. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, so. Wir haben 8 Bomben. Wir usen die Bomben erstmal hier. Okay, da kriegen wir dann den Brunnen. Ja, da suchen wir uns dann gleich nochmal aus, was wir mal Schönes machen damit. Theoretisch, der Speedrunner würde wahrscheinlich jetzt auch einfach durchlatschen. Aber ich habe ja trotzdem Bock, das irgendwie noch auf die Ketten zu kriegen hier, ne? Okay, wir holen uns erstmal unsere Items. Denn wir haben ja trotzdem diesen Stein mitgenommen. Ja gut, ich weiß nicht... Würdet ihr als Speedrunner jetzt hier immer noch den Stein reinwerfen? Ich meine, da gibt halt 2 geile Items möglicherweise, ne? Ist schon super nützlich. So, was kriegt man denn da? Ring of Air. Beides eigentlich schlecht. Also das brauche ich nicht. Das nehme ich mit, dass wir mehr Heilung bekommen. Aber ich meine, die Pfeile und so brauchen wir alles nicht. Hm. Schade. Ich meine, wir haben auch schon den Ring of Bombs. So, hier können wir noch was mitnehmen. Okay, ich wollte schon sagen. Okay, wir haben halt nicht viel Geld, ne? Wir haben 12 Rubine. Komme ich mit 12 Rubinen, also mit 6 Bomben und 12 Rubinen überhaupt dahin, wo ich gerade hin möchte? Shit, das muss ich mal kurz ausrechnen, ob ich bis zu den Schatzkisten komme. Okay, Leute, das wird scheinbar nichts. Also ich brauche 10 Bomben, um bis zu den Schatztruhen zu kommen. Das ist jetzt natürlich blöd und ich habe kein Geld. Ist jetzt halt die Frage, was mache ich denn jetzt? Ich würde jetzt erstmal meine Gems reinwerfen. Und mal gucken, was wir daraus machen. So, pass auf. Also, die Dinger hier. Wie
Wir haben 2 Diamanten. Okay, wir könnten uns Ring of Rupee holen. Ja, das werde ich machen. Zack. Weil dann können wir die Schatzkisten mitnehmen. So, her damit. Ring of Rupee. Equip. Und das sollte auch schon reichen, um genügend Bomben zu kaufen, Leute. So, ich werde das, glaube ich, mal skippen, weil ich glaube, das braucht ihr nicht, ne? Das ist jetzt ein unnötig langer Akt, den ich jetzt nicht unbedingt zeigen muss. Bis gleich, ich bin gleich bei den Schatzkisten. So, und da sind wir auch schon wieder ab bei den Schatzkisten. Ich bin übrigens einmal in die Schlucht gefallen. Ups. Ah ja, das passiert. So, jetzt haben wir auf jeden Fall auch genug Geld, dass wir noch den Geheimraum ausfindig machen können. Und uns nochmal einen Trank kaufen. Würde ich auch nochmal kurz offscreen machen, ja? So, da sind wir jetzt auch gleich da. Ich habe nochmal Bomben gekauft und... Ah ne, warte, das war falsch. Ach, scheiße. Jetzt habe ich mich gerade verguckt auf der Karte. So, und jetzt einfach nochmal hier. So. Zack. Und dann kriegen wir nochmal irgendwas. Okay, eine fette Schatzkiste mit... Ah, das ist gut. Sehr schön. Weniger Schaden und wir können einfach über Stacheln laufen. Das ist gut. Ich denke, das ist ganz geil. Okay, wir haben jetzt noch relativ viel Geld, Leute. Ich würde mir, glaube ich, nochmal einen blauen Trank kaufen, wenn wir da die Möglichkeit zu haben. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, und vielleicht nochmal, keine Ahnung, 2, 3 Bomben. Wir haben jetzt auch nochmal ordentlich Gems bekommen. Was haben wir da jetzt noch alles? 2x grün, können wir damit irgendwas anstellen. Damit könnten wir uns einen Stab kaufen, mit dem wir auch nochmal Geld regenerieren. Damit könnten wir uns viele Mana-Bottles holen, ne? Viele, viele Mana-Bottles. Warte mal einen Augenblick. Warten Sie mal. So, pass auf. Wir machen das. Zick. Und dann werfe ich das nochmal rein. Da kriegen wir jetzt Mana-Bottles. En masse. Das ist nicht schlecht. So. Und 2x grün. Was war 2x grün? Da holen wir uns noch den Ring of Rupees. Nicht den Ring, den Stab of Rupees. Da können wir auch nochmal ein bisschen Geld generieren. So, zack. Ne? Einfach mal so. Just for fun. Und jetzt kaufen wir uns noch ein bisschen was. Ein paar Heiltränke. Wir sind schon wieder ganz schön voll. Was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist, glaube ich, der hier. Genauso wie der hier. Ja, das war dumm. Ich muss da gleich wieder lang gehen, dann nehme ich das alles wieder mit, den Scheiß. Okay. Wir gehen mal eben hier in den Trankladen rein. Und gönnen... Oh, der ist aber teuer, dieser Trank. Ich nehme trotzdem 2x mit. Ja. Ich nehme trotzdem 2x mit. So. Okay, ich glaube, wir haben doch noch ein paar gute Sachen hier rausgeholt. Wir hätten jetzt noch ein paar Bomben mitnehmen können. Wir haben aber auch Ring of Bombs. Nee, haben wir nicht mehr. Das ist Ring of Arrows, oder? Nee, Ring of Bombs. Okay. Es geht weiter, Leute. Wir haben uns schon wieder viel zu lange hier aufgehalten. Für einen Speedrunner wäre das ein Unding. So, wir können jetzt einfach hier über Stacheln laufen. Das ist so geil. Da ist der Boss. Da gibt es auch einen richtig fetten Shopladen. Problem ist, wir müssen viel laufen. Ich gehe jetzt direkt hoch zum Schlüssel. So, rein da. Boah, was? Sowas kann da auch rauskommen? So,
Wusste ich gar nicht. So, jetzt sind wir bei der Schlüsseltür. Gerade reingegangen, aber das bringt uns ja gar nichts. Aber wir müssen da diesen ganzen Weg oben lang latschen. Zack. Oh Gott. So, da sollte ich mal kurz so durch. Mit dem Schwert. Das kann ich leider noch nicht kaputt machen. Schade. Okay, hier kriegt man... Ja. Nichts, was ich gerade brauche. So, zack. Zack. Bam, bam, bam. Was hier oben? Eine Feenquelle. Die nehmen wir mal kurz mit. Let's go. Und dann geht's weiter nach links. Da kriegen wir auch gleich einen Shop. Ich meine, ein bisschen Alternativen haben wir ja, dass wir was mitnehmen könnten. Was ist das? Free Health Item. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist, was droppe ich dafür? Pass auf, ich mach's so. Ich use mal das. Mach nochmal zwei Bomben und drop den und nehme die Karte mit. Zack. Ich glaube, das ist gerade die bessere Entscheidung. Oh Gott. Okay, renn, Junge. Renn einfach durch. Renn einfach durch. So, Alter, da ist das neue Megaschwert. Ja, sind wir ehrlich. Mach mal so. Dann holen wir uns hier noch ein paar Gegner. In Hoffnung, dass hier welche sind. Jo. So, bisschen Money. Und das soll... Oh, guck mal. Das soll mir eigentlich auch schon reichen, denn dann benutze ich das und drop das noch. Zack. Zack. Und dann können wir uns das Schwert holen. Oder? Ist doch nicht schlecht. So, sind wir wieder eine Stufe stärker und können das Ding auch einfach weghauen. Geil. So. Stab wieder drauf. Zack. Weiter geht's. Okay, das ignoriere ich mal hier. Alter. Weg da. Nee, nee. Okay, Powerstern, geil. Immer wieder geil. Okay, Bomben kriegen wir auch noch ein paar. So, hier hat er Rubine fallen lassen. Und weiter geht er, der Peter. Sind wir doch schon gleich beim Boss, oder? Gott, ey. Shit happens, einfach durchlatschen. Zack. Okay, Stab, drop. Ich könnte jetzt nach oben gehen oder nach links zu den Shops. Ich gehe mal ganz kurz spielunkern, was die da noch so haben. Eigentlich nichts für mich, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich nichts für mich. Höchstens nochmal Healing, aber ganz ehrlich, brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht, oder? Okay, weiter geht's. Da sind wir doch jetzt schon beim Boss, ne? Ja, perfekt. Okay, was machen wir noch? Ich würde mal gerade den machen. Zack. Und geh nochmal so rein und dann let's go. Wir müssen ja nur ein bisschen aufpassen. Nur. Das habe ich schon nicht verstanden, warum das gerade kein Treffer war. Mein Lieblingsgegner, ey. Ja, übertreib's. Okay, 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 okay. Nein! Ey, leck mich am Arsch! Kacke!
Aber cool, dass sie noch rausgekommen ist. Schade, ich hätte echt gedacht, wir schaffen es. Es war super möglich, das zu schaffen. Ich war jetzt nicht mehr schnell genug, meinen Trank zu usen. Ich bin quasi runtergefallen, bin wieder gespawnt und wurde gleich wieder runtergeschmissen. Da war ich zu greedy, aber ja, wusste ich nicht, dass das jetzt so ist. Ich dachte, ich kann locker noch meinen Trank usen. Das war super ärgerlich gerade. Aber Leute, das hätte ich geschafft. 100 Pro. Wenn ich da jetzt nicht so scheiße gemacht hätte gerade, easy hätte ich das geschafft. Also das war ein guter Run, fand ich. Dafür, dass wir da voll in Schlüssel und Mondperle investiert haben, hätte das ein guter Run werden können. Also ich habe viel erklärt und viel erzählt. Ich denke, wenn wir wirklich durchgezogen hätten und ich einfach nur gerunnt wäre und vielleicht nicht so viel Zeug mitgenommen hätte, blablabla, wären wir hier, denke ich mal, unter einer Stunde locker easy durchgekommen, vielleicht so 50 Minuten. Ich glaube, das wäre easy möglich gewesen. Was meinten ihr? Also, ja, der Part war wie gesagt dafür da, mal was Neues auszuprobieren. Ich war jetzt nicht erpicht darauf, unbedingt zu gewinnen, aber es sah gut aus. Es hätte klappen können. Schade, dass es das nicht hat. Schade, wirklich. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal versuchen wir das so ähnlich wieder. Ich hoffe, dann kann ich wenigstens mal das Start-Item, was ich eigentlich mitnehmen wollte, mal mitnehmen. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht ein paar neue Items mal ausprobieren. Ne, wie Enterhaken und Bumerang. Und ich hoffe auch, dass bald mal wieder ein Update kommt. Und wenn nicht, dann machen wir auch immer noch die eine Challenge, dass wir ohne Shops kämpfen müssen. Das ist auch nochmal ein hartes Pflaster. Aber gut, Leute. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und schaltet wieder ein beim nächsten Mal zu Dungeons of Infinity. Tschüssi, Leute.